von Lernräume entwickeln online. Heute sprechen wir über Räume für Beteiligung und wir freuen uns da auf ganz tolle Gäste von mehreren Kontinenten. Wir haben Stefan Wolf da, den Geschäftsführer der Peter Gläser Stiftung in Detmold und auch Wiebke von Forever They One aus Berlin eingeladen. Starten werden wir mit einem Input von pädagogischer Seite. Die beiden Lehrer Florian aus NRW und Nick, der aktuell an der deutschen Schule in Johannesburg tätig ist, werden einen kurzen Einstiegsvortrag zu diesem Thema geben und dann freuen wir uns auf die Diskussion mit unseren Gästen. Florian, warum ist dir das ein Anliegen, dass wir über Räume für Beteiligung sprechen? Ja, wenn wir über Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen und dann sprechen wir über Schulentwicklung, dann sprechen wir über hoffentlich raumbezogene Schulentwicklung. Und wenn die auch noch partizipativ stattfinden kann, dann ist, glaube ich, ein Grundelement, nämlich die Partizipation, die Beteiligung von Bildung für nachhaltige Entwicklung dort sehr prominent. Und das ist mir ein großes Anliegen, raumbezogene Schulentwicklung selbstverständlicher zu machen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dem Nick zusammen dieses Thema beleuchten kann aus unserer Perspektive und bin ganz gespannt auf die Fragen und die Diskussionen im Anschluss. Und ich würde jetzt sehr gerne an dich, Nick, übergeben. Vielen, vielen Dank, Florian. Dann starte ich ja. Wir haben da wenige Minuten Zeit, um so ein großes Thema da anzuschneiden und ein bisschen da in die Tiefe zu tauchen. Wenn wir eine Bildung für nachhaltige Entwicklung als vielleicht warum, als großes why, das ist das, was wir möchten, dann natürlich können wir uns fragen, wie sieht das dann aus und vor allem dann auf schulischer Ebene. Und es ist bei uns an meiner alten Schule in Niedersachsen, an der Robert-Bosch-Gesamtschule, war das eben so, dass wir das sehr ernst genommen haben und wir haben für uns ein Whole School Approach entwickelt. Das war viel mehr aus der Praxis und wenig aus der Theorie. Aber trotzdem haben wir dann auch gemerkt, als allererstes, sowas wie Innovation, das muss möglich sein. Das ist Innovation und Partizipation, das gehört einfach dann zusammen. Es muss eben in der Schule Neues entstehen dürfen. Das ist eben partizipative Schulentwicklung. Und dann stellt man die nächste Frage, wo soll das passieren? Da sind wir bei Raum. Wann soll das passieren? Sind wir bei Rahmen? Wer macht das alles möglich? Da sind wir bei Partizipation. Also bei uns ergaben sich dann diese vier Säulen, aber ich hab weiter einfach mit diesen Strukturen gearbeitet und immer wieder nochmal so auf unsere Säulen reflektiert und überlegt, wie passen diese vier Sachen zusammen? Und da wurde es relativ schnell klar, dass es nicht ganz so linear war oder ist, wie ich gerade eben vorgetragen habe, sondern dass das, was wir versuchen, immer wieder auf allen möglichen Ebenen, ist es Raum und Rahmen für Innovation und Partizipation zu schaffen. Und wie ich schon erwähnt habe, Partizipation und Innovation, die bedingen sich dann gegenseitig. Und es klingt alles dann nett und schön, aber irgendwie ist es dann noch mal wichtig, dann zu überlegen, wozu soll das Ganze dann führen? Und wiederum auf eine Ebene von, ja, was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung und was bezwecken wir dann eigentlich? Und was wir gemerkt haben in diesen Spaces, also Raum und Rahmen dann gemeinsam, ist, dass wir auf eine Ebene haben wir diese Ich Ebene und ich, und es führt zu immer mehr Selbstverantwortung und vor allem Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und etwas, was aber dann für mich und für uns als Erfahrung oder als Erkenntnis ganz neu war, ist aber diese Wir-Ebene. Und das kann man als Weltverantwortung, vor allem als Wir-Wirksamkeitserwartungen dann vielleicht sehen oder definieren. Und dann so in die Welt rauszugehen mit einer Selbst- oder eine Wir-Wirksamkeitserwartungen. Es ist fast eine optimistische Haltung, aber es ist basiert auf Erfahrungen in der Schule, in diesen Räumen, dieser Lernräumen, die wir geschaffen haben. Das ist für uns BNE.
So, und ich gebe direkt an Florian weiter. Das war erstmal sehr theoretisch, aber jetzt wollen wir mal das nochmal ein bisschen in die Praxis ja, verstehen. Florian. Ja, herzlichen Dank. Das ist natürlich, ne, auch ein Kern von BNE, from Ego to Eco, die eine Geschichte. Und das hat mir auch noch einfach mal gezeigt, ich bleibe gerade nochmal auf deiner Folie, wie unklar eigentlich im Deutschen der Raumbegriff ist. Ne? Also man muss Raum schaffen für etwas. Da ist nicht nur der umbaute Raum mit gemeint, da ist auch der Zeitraum gemeint und. Vielleicht auch und der Rahmen, das ist vielleicht die Überleitung zu meiner ersten oder zu meinen ersten Folien, wo ich sage, ja, aber ist das denn überhaupt legitim oder ist das hier eine Vision von irgendwelchen Spinnern vielleicht sogar, die sich da was vorstellen? Nein, es ist, ich bin Lehrer in NRW und arbeite dort auch am Thema Lernraumentwicklung und da ist in der Leitlinie des Landes BNE Partizipation natürlich, Logo habe ich gerade gesagt, als eine der entscheidenden Säulen von BNE hinterlegt, aber halt auch die Lernraumgestaltung. Auf diesem schönen Bild ist es viel zu klein, ist rechts auf der Weltkugel zu erkennen. Die Transformation von Lern- und Lehrumgebungen ist im UNESCO-Programm 2030 festgeschrieben. Es gibt einen Referenzrahmen Schulqualität des Landes NRW, der wirklich benennt, haarklein benennt, was ist gute Schule, was macht Schulqualität aus und auch da im Bereich Schulkultur ist zu finden, dass die Einbeziehung aller an Schule Beteiligten, also die Partizipation und die Gestaltung der pädagogischen Architektur, so wird es sogar benannt, ja, gewollt, gewünscht und ein Merkmal von guter, qualitativ hochwertiger Schule ist. Aber Raumentwicklung und BNE bedeutet Schulentwicklung. Otto Seidel hat 10 Thesen aufgestellt, die auch in dem Buch der Mutter-Stiftung Schulen planen und bauen zu finden sind. These 8 ist ein Beteiligungsinstrument, nämlich die Demokratie und These 9, da geht es auch um die Nachhaltigkeit, um die ökologische Nachhaltigkeit. Und er beschreibt rechts in dem Ausschnitt, den ich da noch gescreenshottet habe, einfach auch den Zusammenhang zwischen Schulentwicklung und Raumentwicklung. Denn der ist, diese beiden Entwicklungen sind untrennbar miteinander verknüpft. Und mal ganz kurz den Raumbegriff, den ich eben schon so ein bisschen in Frage gestellt habe, nochmal in der Maßstabsebene der Koop oder in der kooperativen Lernraumentwicklung die Maßstabsebene deutlich zu machen. Man muss das irgendwie unterscheiden und um das zu kategorisieren, gibt es diese 3 Maßstabsebenen. Hier ist es von links nach rechts, also von der großen Bildungslandschaft rechts bis zur Innenraumgestaltung. Ich werde jetzt in der Präsentation mit der nächsten Folie bei der kleinen Ebene im Raum, im Klassenraum anfangen. Wo gibt es dort die Möglichkeiten zur Beteiligung, Räume zu schaffen zur Beteiligung? Und das ist eine ganz normale Grundschule, staatliche Grundschule in Deutschland, in Bonn, die sehr, sehr viel Wert auf Partizipation, auf Bildung für nachhaltige Entwicklung legt und den Raum bei ihrer Schulentwicklung mit einbezieht. Die Kinder finden dort im Unterrichtsgeschehen, im Alltag Räume für Beteiligung. Die Erwachsenen, alle am Schulleben Beteiligten übrigens auch. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen und die Beziehung der Räume zueinander im Schulgebäude mal betrachten, nehme ich hier ein Foto aus San Francisco. Da sind halt die Instruktionsräume, die Lernräume um eine gemeinsame Mitte, also um einen Ort der Zusammenkunft, wo demokratisches Handeln, wo Abstimmungen, wo auch Vorträge stattfinden können, wo Beteiligung aber auch stattfinden kann, drum angeordnet und hier sogar einsehbar durch die Glasscheiben. Und auch so können aus meiner Perspektive heraus Räume für Beteiligung in Schulen aussehen. Wir haben einen Gast, den hat der Basti schon vorgestellt, den Stefan Wolf, der wird sich gleich zu Wort melden können. Das ist aus der Peter-Glesel-Schule in Detmold, und das ist die gemeinsame Mitte. Hierbei ist es interessant, dass die ganze Schule über ein Beteiligungsformat mit Schülerinnen und Schülern und Eltern entworfen wurde. Diese Schule ist schon durch Beteiligung entstanden und was den Kindern ganz, ganz wichtig war, um diese große gemeinsame Mitte, den Ort der Zusammenkunft herum, sind die übrigen Räume des Gebäudes angeordnet. Also Beteiligung, Zusammenkunft, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, kann der Stefan eventuell gleich noch was zu sagen. Dieses Gebäude ist auch sehr nachhaltig gebaut. Ein letztes Foto von mir zur Meso-Ebene ist der Marktplatz in der Agora-Schule in Roermond, der, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen,
all das auch ermöglicht, was ich eben schon angesprochen habe. Wenn man jetzt rauszoomt, wenn man in die Bildungslandschaft geht, das ist etwas, was auch der nationale Aktionsplan BNE im Handlungsfeld 3 fordert, dann ist das, dass wir im Bereich Bildung, dass jeder an Bildung Beteiligte am Auf- und am Ausbau von Bildungslandschaften mitwirken soll. In Karlsruhe ist das gelungen. Micha Palesche hat die sogenannten Lerninseln geschaffen und überall über die Stadt verteilt. Solche Bildungsorte, die dann natürlich auch lebenslanges Lernen ermöglichen, also eine sehr nachhaltige Bildung ermöglichen. Die kann man sogar als dritte Orte bezeichnen, im Sinne von die Familie ist der erste Ort, die Arbeit der zweite und der Ort der Gemeinschaft zum Ausgleich für die ersten beiden ist der dritte Ort. Dort wird für alle dort lebende Menschen Bildung lebenslang möglich. Ein ganz tolles Beispiel in meinen Augen. Und eine Ebene haben wir gar nicht berücksichtigt und doch gibt es sie. Das ist die digitale, ich habe sie hier mal Mundo-Ebene genannt. Und die Screenshots wurden mir zur Verfügung gestellt von der Firma, die diese digitalen Räume gebaut hat und immer noch baut, zusammen mit der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. In diesen digitalen Räumen, die ermöglichen Beteiligung, denn sie sind barrierefrei. Sie schaffen die Möglichkeit zur partizipativen Schulentwicklung. Das findet in diesen Räumen statt, parallel zur Realität, denn in der Schule selber findet dieses Format gleichzeitig statt. Der digitale Raum ist dort über einen Screen abgebildet und die Gäste, die dort nicht vor Ort sein können, können trotzdem live und aktiv teilnehmen an dem partizipativen Schulentwicklungsformat, dem Roten Salon. Ich schließe jetzt mit einem Ausblick, einer Vision, einem Rendering, was ich sehr liebe, was für mich eigentlich diese Bildungslandschaft, diesen dritten Ort, diesen gemeinschaftlich nutzbaren Ort und das lebenslange Lernen sehr, sehr gut visualisiert. Und manchmal, ich halte es dann nicht mit Helmut Schmidt, ich denke, Visionen sind wichtig, um sich bei der Zielerreichung immer mal wieder zu orientieren. Und ja, so nachhaltig wünsche ich mir die Bildungslandschaft in Zukunft. Nick, du bitte. Ja, sehr gerne. Ich greife das. Ich glaube, du hast es durch Beteiligung entstanden. Und das ist genau, ich hätte es nicht besser formulieren können, aber ich wollte nur zwei Beispiele dann nochmal von uns an der Schule nochmal dann ganz kurz vorstellen. Ein Makerspace als Motto gilt, hier möchte ich lernen, hier möchte ich sein. Und dieser Makerspace wird nicht einfach dann den Schülern und Schülerinnen vorgesetzt, sondern sie entwerfen das und kreieren das dann mit aus dem Nichts. Und es ist ein ganz, ganz toller Prozess bis jetzt dann gewesen. Und ja, eben Beteiligung, ne, von vornherein einfach mitgedacht. Das ist, ne, von den Schüler und Schülerinnen für die Schüler und Schülerinnen inklusiv Fehltritte ohne Ende, Lernen ohne Ende, wunderbar, dadurch. Wunderbar. Und ganz, ganz klassisch. Und noch ein Beispiel ist dann gerade heute tatsächlich wieder gestartet auf eine ganz kleine Insel in Dänemark. 1989 ging das los, ein Segelbootfahrt von unserem ehemaligen Schulleiter mit 11 Schüler und Schülerinnen. Und es waren die Schüler und Schülerinnen, die dann gesagt haben, dürfen wir da nochmal hin? Daraus ist ein riesengroßen Camp geworden. Unsere gesamte 8. Klasse fährt dahin. 2017 habe ich mit Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal ein internationalen Camp mit Schüler und Schülerinnen aus 9 unterschiedlichen Ländern dann gemacht. Und links sehen wir auch eine AG von Schüler und Schülerinnen und ehemalige, die ist weiterentwickelt, aufbaut, neu denkt, ständig beteiligt wird. Und für mich einfach nochmal ein Beispiel von etwas, was Schule eigentlich gar nicht kann. Aber Schule macht es dann doch immer wieder. Und das freut mich dann so sehr auch. Ja, sehr cool. All das, was eben nicht Unterricht genannt werden kann und was dann doch so wertvoll ist und was dann irgendwie die Bildung ausmacht. Sehr cool. Dankeschön. Basti, dein Wort. Ja, dann danke ich euch beiden für diesen kurzen Impuls. Jetzt freue ich mich, euch die Gäste vorzustellen. Und dazu hole ich sie jetzt auf die Bühne. Das ist zum einen Wiebke Holbering, die wir aus Berlin dazu mit als Gast begrüßen, und Peter. So, jetzt haben wir hier alle
wie wir sie haben wollen. Und Wiebke, ich möchte mit einer Frage an dich starten. Du bist bei Forever Day One im Teil des Young Empowerment Teams. Kannst du ein bisschen beschreiben, was ihr dort macht und warum Partizipation, Beteiligung auch für dich ein ganz großes Anliegen ist in deiner Arbeit? Ja, hallo erstmal zusammen. Schön, hier sein zu können und es freut mich total, euch alle zu sehen. Genau, ich bin Teil des Young Empowerment Teams bei Forever Day One und wir haben uns über mehrere Jahre und Monate, die wir unterwegs waren, Schulen angeguckt und haben da mal geschaut, wie sieht eigentlich ja, Bildung, Beteiligung, Partizipation und vor allem auch das Thema Selbstwirksamkeit aus. Und das haben wir zusammen gemacht mit einem Unternehmen. Und mit dem Unternehmen, wir machen das im Moment mit Hornbach, das ist ein großes Projekt, haben wir die Möglichkeit, uns vor allem die sehr haptische Raumgestaltung anzuschauen. Und über die haptische Raumgestaltung bietet sich die Möglichkeit, ganz viele Dinge erfahrbar zu machen. Und das haben wir uns mitgenommen und geschaut, was stört eigentlich junge Menschen oder was beschäftigt sie in den Räumen Schule, die ihnen direkt vor Ort begegnen und wie kann man eigentlich mit kleinen Mitteln sie einbeziehen und sie so gestalten, umgestalten, dass sie sich dort wohlfühlen, sie sich gerne aufhalten und ja, dort lernen, zusammen sein, weil Schule ja nicht nur Lernort ist, sondern ja auch ganz, ganz viel mehr für junge Menschen. Und das schauen wir uns an und bauen damit über verschiedene Kreativitätsübungen als erstes einmal Modelle und mit ein paar Schulen, die da sehr großes Interesse haben und die das gerne weitertreiben wollen, was die jungen Menschen da sich überlegt haben, setzen wir die Dinge auch in groß um. Und das machen wir dann in 5-tägigen Camps in der Schulzeit. Genau, die werden dann in Projektwochen aus dem normalen Unterricht rausgenommen und haben dann die Möglichkeit, dass wir 5 Tage mit ihnen bauen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also da zu gucken, welche manchmal kleinen, manchmal aber auch ganz großen Hebel wir in Bewegung setzen können und was sie mitnehmen und was sie vor allem auch mitnehmen, wenn wir wieder gehen. Da kriegen wir immer mal Nachrichten zugespielt, was sie noch weiter gebaut und entwickelt haben und wie sie sich mit beteiligen und wen sie so alles anrufen, mit ins Boot holen und was da entsteht, ist einfach wahnsinnig toll und macht mir immer die größte Freude, also direkt mit im Projekt zu sein und an den Schulen unterwegs zu sein. Super, dann möchte ich auch Stefan noch begrüßen und noch mal kurz vorstellen. Du bist seit 16 Jahren Geschäftsführer der Peter Gesell Stiftung, heute aus Kanada zugeschaltet. Da sind wir natürlich auch an deinen internationalen Erfahrungen interessiert. Aber vielleicht startest du mal damit zu erzählen, wie es bei euch in Detmold mit eurer Arbeit losging. Ja, hallo alle zusammen. Ja, es ging einfach damit los, dass wir Kinder beteiligen wollten. Als ich anfing in der Stiftungsarbeit 2007, habe ich mir bekannte Leitungen von Kitas mal gefragt, was sie sich wünschen würden. Und dann haben sie nicht den Koffer mit Geld gefordert und auch keine unglaublichen Projekte, sondern die haben gesagt, uns fehlt eigentlich ein Zugang, wie wir Kinder geeignet beteiligen können. Daraus ist geworden, dass wir die Trägerschaft einer Kita übernommen haben. Wir waren die erste Kita in Nordrhein-Westfalen, die eine Verfassung erarbeitet hat, die Kinderrechte und Beteiligungsmöglichkeiten garantiert hat. Und aus den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die erstmal so aussahen, dass wir Kinder komplett unterschätzt haben. Sie haben eine viel größere Kompetenz, als Experten in eigener Sache ihre Belange auch zu versprachlichen oder Vorschläge zur Verbesserung zu machen, was dann schon mal eingezahlt hat auf die Entwicklung unserer Kita. Haben die Eltern auch gemerkt, dass die Kinder viel mehr lernen, wenn sie in Kommunikation und in Kooperation sind und haben dann gesagt, ihr müsst eine Grundschule eigentlich anschließen. Das haben wir dann 2015 gemacht und sind in ganz normalen Räumen als Untermieter in einer Hauptschule gestartet, waren auch froh, dass wir das machen konnten, weil das nicht so ganz einfach ist, in Deutschland eine Grundschule zu eröffnen, genehmigt zu bekommen. Und seitdem sind wir eigentlich in einem permanenten Entwicklungsprozess, der sich um die Bedürfnisse aller Beteiligten dreht. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass Beteiligung nicht so ein Thema ist, so ein Add-on, wo man sagt, ja, ist auch noch schön, wenn wir dann Kinder und auch Jugendliche beteiligen. Das ist eigentlich die grundlegende Möglichkeit, Räume in jeder Hinsicht zu eröffnen, die Menschen ein Wohlbefinden garantieren. Ich habe mich oft gefragt, was wäre, wenn man in Deutschland mal sagen würde, Schule sind Orte des Wohlbefindens. Ich glaube, da würde ein Ruck durch die Republik gehen müssen, weil das oft ja nicht der Fall ist, dass sich Menschen da wohlfühlen.
ein Drittel der Grundschüler zum Beispiel nicht. Und bei uns war es dann das große Glück, dass wir eine Schule planen konnten und Kinder in diesen Planungsprozess über eine Projektwoche integriert haben. Die haben uns 200 Ideen gegeben, wie eine neue Schule aussehen könnte. Das war erstmal überwältigend, weil wir mit so viel Rückmeldungen gar nicht gerechnet hatten. Da sind 36 Pappmodelle entstanden, Texte, Zeichnungen, Architekturzeichnungen. Und dann ist das entstanden, was Florian vorhin schon gezeigt hat, eine Schule, die um eine Mitte existiert, als Raum der Kommunikation und des Miteinanders, aber eben auch Rückzugsmöglichkeiten schafft und Orte der Konzentration und der, ich sage jetzt mal, Einkehr, ja, also wo man auch wirklich mal auf seine eigenen individuellen Bedürfnisse wieder schaut. Und das ist phänomenal, weil die Kinder einfach über die Größe der Schule, wir sind einzügig, und über die kommunikativen Ebenen, die wir haben, in einen permanenten Entwicklungsprozess einzahlen. Vielleicht letzter Gedanke, wir haben auch ein Entwicklungslabor an der Schule. Das würde ich jeder Schule empfehlen, wo einfach die pädagogischen und Lernprozesse beobachtet werden und immer wieder in einer Feedbackschleife geguckt wird, wie wir die Bedürfnisse ernster nehmen können und individuelles Lernen noch kompakter und besser gestalten können. Ich muss das nochmal gerade, was mir ganz, ganz wichtig ist, Stefan, du hast da gerade gesagt, und da wurde ich daran erinnert, sowohl an Nicks Input über den Whole Institution Approach, aber natürlich auch über den Referenzrahmen Schulqualität, wo das, was ich vorgelesen habe oder gezeigt habe, im Bereich Schulkultur verortet ist. Und das ist sehr, sehr treffend für mich. Es ist nämlich ein Kulturwandel, der stattfinden muss, und der muss Whole School, also der muss wirklich ganzheitlich sein, holistisch, und das kann kein Add-on sein. Das wollte ich einfach nur nochmal den dicken Daumen drauflegen, auch von meiner Seite. Das muss ganzheitlich betrachtet werden, das bedeutet einen Haltungswandel, und man muss sich diesem Thema ernsthaft, und wie du es auch sagst, wie ich finde, wie ihr es macht, also immer wieder Evaluation, Reflexion des eigenen Handelns und dadurch eine Weiterentwicklung. Man wird damit nicht fertig, aber man kann es nicht eben nebenher machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Ich fand es spannend, dass ihr jetzt beide, Wiebke und Stefan, von diesen Prototypen und Modellen gesprochen habt. Vielleicht könnt ihr nochmal herausstellen, warum, Florian, wenn ich dich jetzt höre, diese globalen Referenzrahmen und curricularen Pläne, Schulentwicklung, das sind ja sogar große abstrakte Dinge. Aber Wiebke und Stefan, wenn ich euch richtig verstanden habe, kann man eben auch Ideen sozusagen ganz im Kleinen starten und mit einem Prototypen starten. Ich finde es ganz wichtig, im Kleinen zu starten. Oder wir haben uns am Anfang auch ganz viele große Fragen gestellt, weil junge Menschen ja auch diese großen Fragen und die großen Probleme, die es auf der Welt gibt, mitbekommen. Dafür sofort eine Lösung zu finden, ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil wenn es die ganz einfach geben würde, hätten wir die alle schon erdacht. Und dann haben wir uns gefragt, naja, womit können wir denn mit jungen Menschen anfangen? Wo bewegen sie sich denn? Und dann sind wir auf Schule und die Räumlichkeiten, die es in Schule gibt, gekommen. Und dann haben wir uns gefragt, lass uns sie doch da mit einbinden, weil da verbringen sie, Pi mal Daumen, wahrscheinlich um die 20 Stunden Zeit ihres Lebens in diesen Räumlichkeiten. Und die sollten doch irgendwie so gestaltet sein, dass sie die mitgestalten können. Also das haben wir, ja, kam uns irgendwie dann in den Sinn, da doch einen Ansatz zu entwickeln, wie wir das machen können. Und dann ist das über die Modelle natürlich was relativ schnell greifbar ist, wo sie relativ schnell Ideen entwickeln können, um auch so ein bisschen in dem Spannungsbogen und dem Gestaltungshorizont einzufangen von jungen Menschen. Also zu gucken, hier ist eine Aufgabe oder eine Möglichkeit, was ihr mitgestalten könnt, um das erstmal in den Rahmen zu setzen, der sehr greifbar für sie ist. Und dann aber relativ zügig auch schon erste Resultate zu sehen. Also um relativ schnell ins Handeln zu kommen, haben wir dann mit den Modellen angefangen. Und das machen wir über so verschiedene Stationen immer, wo sie viel kreativ erstmal überlegen und zusammen denken. Auch da haben wir viel Wert darauf gelegt, dass das nicht immer in großen Gruppen stattfindet, sondern in kleinen Gruppen, dass auch mal was gemalt, gezeichnet wird für jede Person selbst, dass es auch in Teilen anonym ist, dass da wirklich alle auch die Möglichkeit haben, ihre Ideen reinzubringen, ob sie jetzt sehr extrovertiert oder introvertiert sind, aber dass alle Ideen gehört werden. Und dann fangen sie an, in Teams mal erste Modelle zu bauen. Und damit überhaupt zu starten und zu gucken, welche Ideen und Wünsche dahinter stecken, macht einfach Spaß, ist spannend. Und dann sind da
Dinge rausgekommen von, wir haben ganze Spinde gebaut, wir haben grüne Klassenzimmer gebaut, wir haben aber auch manchmal einfach simpel mit den Tischen, die da waren, die Sitzordnung verändert. Weil das war, wo sie sich gar nicht drin wohlgefühlt haben. Und was gar nicht so schwierig anzupassen ist, und aber einen riesen Mehrwert hatte für sie. Ja, bei uns war das einmal historisch bedingt, natürlich durch die Größe unserer Stiftung. Wir haben jetzt keine Schul- oder Kita-Sammelleidenschaft entwickelt, sondern konzentrieren uns auf Qualität. Und das heißt, man muss dann ein funktionierendes Modell auch vorweisen können. Dann sind wir in Deutschland natürlich unterwegs, wo einem Dinge nicht geglaubt werden, sofern sie nicht Praxis sind. Man muss den Nachweis in der Praxis eigentlich auch zeigen können, in der Funktionalität, weil gerade wenn es um Schule geht, wird viel bestritten, was an Veränderungsmöglichkeiten eigentlich schon aufgrund der Lehrpläne des Curriculums vorliegt. Wir sind ja eine genehmigte Schule, das heißt, man traut uns zu, all die Lernziele zu erreichen, die man sonst auch erreichen muss an herkömmlichen Schulen. Wir haben aber alles aufgegeben, was klassische Schule in ihrem Kern ausmacht. Bei uns gibt es keinen Unterricht, wir haben Lernangebote. Wir haben eine völlig eigene innere Struktur. Wir arbeiten jahrgangsübergreifend. Das machen viele Schulen allerdings inzwischen auch schon. Wir haben das Innen und Außen aufgehoben. Wir sind in einem Bildungsdorf und das heißt, die Lern- und Lebenswelten verschmelzen. Wir arbeiten genauso mit einer Weiterbildungsakademie eines Elektro-Verbindungstechnik-Marktführers zusammen, wo also Kinder ganz praktische Dinge lernen, wie man zum Beispiel lötet, bis dahin, dass wir die Welt eben nicht außen vor lassen. Wiebke, du hast das gesagt, also die Kinder kommen ja mit den Problemen, die sie identifizieren, in die Schule. Das ist ja nicht so, als ob die in der Welt, in der wir sonst auch unterwegs sind, gar nicht vorkommen und leben. Bringen aus ihrer Familie Sachen mit und die beunruhigen auch Dinge. Und wenn wir da nicht prototypisch auch an Lösungsstrategien arbeiten und in Kommunikation versuchen, für uns wenigstens erstmal eine Lösung zu denken und praxisnah umzusetzen, dann hat es eigentlich keinen Zweck. Und bei uns war das immer wieder faszinierend, dass Kinder sich große Themen gegriffen haben, aber immer wieder bei der Frage rauskam, ja und was machen wir denn jetzt konkret vor Ort damit? Und haben mir ganz oft gesagt, als Lernbegleiter, ich mache Religion und Verantwortung an unserer Schule, Stefan, reden wir nur oder machen wir jetzt auch mal was? Und das war immer ein super Impuls zu sagen, ja, wie sieht denn dann so eine gelebte Praxis aus und was verändert sich dadurch? Und ich glaube, es macht mehr Sinn, in die Entwicklung von einer überschaubaren Zahl von Kindern zunächst mal zu investieren und die sehr fundamental offen zu machen für das, was die Zukunft und die Welt von morgen braucht, als wenn man immer so große Träume träumt und fordert, dass sich alle Schulen in Deutschland transformieren. Ich glaube, das geht nur über den Weg, dass wir kleine Modelle auch vernetzen und überlegen, was haben wir eigentlich an Gemeinsamkeiten mit denen, die schon auf dem Weg sind. Das möchte ich auch so als Appell hier nochmal loswerden, weil dieses Inselhafte, wir bauen was, sind furchtbar stolz drauf und das hat mit keinem anderen was zu tun, das kann eigentlich auch nicht die Zukunft sein. Also du plädierst für mehr Flutlichter statt der Leuchttürme. Vielleicht noch abschließend ja. Die Frage, diese internationale Perspektive, die globale Perspektive. Nick, vielleicht kannst du uns auch noch eine Einschätzung geben, dieses Thema Partizipation. Nimmst du das wahr, dass das in Deutschland gerade schon auf einem guten Weg ist? Florian, das gesagt hast, schon verankert an verschiedenen Stellen. Also mich interessiert von euch allen, wo stehen wir da und wo müssten wir eigentlich hin? Ich nehme mich total positiv wahr. Und ich glaube, ich habe das auch angedeutet, auch in unserer letzten Session, wo ich dann auch zu Gast war und habe dann einfach auch gemerkt, war sehr optimistisch. Und hier schon wieder, gerade jetzt, wo ich dann einfach in Südafrika bin und merke, in welche Richtung unsere jetzige Schule sich hinbewegen möchte. Und diese partizipative Prozesse, ist es total angesagt. Und das ist überall, wir sehen das in Deutschland, an deutschen Schulen, auch außerhalb von der Schule. Ob das Stiftungen sind, Bewegungen, Initiativen und. Das kommt richtig gut an. Und das sind so viele Lehrkräfte, die ganz anders unterrichtet haben, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wenn man jetzt offen darüber spricht, dann
dann sagt in einer Gruppe von 10, 9 davon, dass ja, genau so soll Lernen eigentlich dann sein. So wünsche ich das für meine eigenen Kinder, so wünsche ich mir das auch als Lehrkraft. Diese Offenheit ist schon wirklich dafür da. Und ich möchte nur eine Sache da auch aufgreifen. Von Wiebke und Stefan haben das beide aus meiner Sicht deutlich gemacht, dass allein diese Beteiligungsprozesse, das ist eigentlich schon das Ziel. Also die Schule der Zukunft muss nicht irgendwie so und so aussehen, sondern es ist einfach, es sind diese Prozesse und die werden angestoßen und das Lernen findet in diesen Prozessen dann schon statt. Und das ist total wertvoll. Das habe ich von euch beiden gerade da rausgehört. Das könnte unser Schlusswort sein. Wenn du, Florian, nicht noch was abschließend sagen möchtest. Doch, eigentlich möchte ich. Eigentlich, ich weiß nicht, wenn du es mir gibst, das Wort, dann möchte ich doch noch was sagen. Also ich finde einfach, diese Art von Partizipation, über die wir heute gesprochen haben, ist ein Begreifen von Vielfalt als Reichtum. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir der zunehmenden Komplexität unserer Gegenwart nur dadurch begegnen können, dass wir multiperspektivisch auf die Probleme oder die Herausforderungen schauen. Und da gehört jede Perspektive zunächst einmal mit dabei. Und deswegen, das, Nick, was du gerade gesagt hast, auch das möchte ich dick unterstreichen. Nur so kann es in die Zukunft gehen. Dann danke ich für dieses Schlusswort, möchte mich bei allen Gästen bedanken, die heute mit dabei waren und noch einen Ausblick geben auf unsere nächste Folge. Wir wollen über das Startchancenprogramm sprechen, ein zentrales Vorhaben der Bundesregierung und wie das uns helfen könnte, gerade Schulen in herausfordernder Lage auch in innovative Lernräume zu verwandeln. Der Termin für diese Folge folgt. Wenn ihr andere Themenvorschläge habt, schreibt uns an über Twitter, über LinkedIn, über Mastodon, egal wo ihr uns findet. Wir sind offen für eure Themenvorschläge und freuen uns auf die nächste Episode mit euch und den Austausch. Vielen Dank.